Hallo und herzlich willkommen hier bei Bewusstsein TV. Heute präsentiere ich euch den ersten Teil des dritten Updates und meiner Zusammenfassung der Palmblattlesung aus Chennai. Thomas Ritter macht wieder die Übersetzung. Bleibt also dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Rishi Agastya hat sich mit neuen Informationen bei unseren Kollegen aus Indien gemeldet, sodass wir heute in der Lage sind, ein weiteres Update aus der Palmblatt-Bibliothek in Chennai abzuhalten. Ich begrüße meine indischen Kollegen Babu, Manu, Vanakkam. Thank you very much for sharing all the information of Rishi Agastya videos. Thank you. You're welcome, sir. Padikilam. Diese Lesung beginnt mit einem Segen verschiedener hinduistischer Gottheiten, und zwar Vishnu. Vishnu gilt im Hinduismus als der Bewahrer oder Erhalter unserer Schöpfung. Parvati, diese Lesung, das ist die Göttin der Familie und der Gesundheit. Das sind die drei Gottheiten, die um den Segen für die Lesung bittet. Das bedeutet, dass die nächsten Jahre positive Veränderungen bringen werden, sowohl auf der materiellen, der persönlichen als auch spirituellen Ebene in unserer Existenz, in unserem Leben. Jetzt geht es um die Spannungen im Nahen und Mittleren Osten. Dort steht ja der Krieg sozusagen vor einer größeren Eskalation, da es ja gegenseitige Angriffe des Iran und auch Israel gegeben hat. Dort sieht er die Chance allerdings, dass auf wäre in dem Fall, dass da dritte Parteien, also dritte Mächte Druck ausüben auf die Konfliktparteien, dass sich dort diese Situation stabilisieren lässt, dass es zu einer Deeskalation kommt. Das wird sich ab dem 27. April diesen Jahres entscheiden. Also die Chance, dass dieser Konflikt deeskaliert wird, dass diese Chance besteht. Allerdings sieht er eben auch ein großes Problem, dass durch die Unberechenbarkeit auch in militärischer Hinsicht, dass dort weiterhin eine Eskalation stattfindet. Also es ist sozusagen in der Hand der Beteiligten, diese Situation entweder zu entschärfen oder eskalieren zu lassen. Sagt, also wenn die Probleme dann bis Ende April andauern, sagt er, dann sieht er eine Eskalation des Krieges, und das würde dann vor allen Dingen durch gegenseitige Raketenangriffe und Vergeltungsschläge geführt werden, diese militärischen Operationen. Es wäre also nicht so sehr, dass dann Grundtruppen da Bodentruppen mit involviert sind, sondern es geht eher um Raketenschläge eben auf militärische und auch eben zivile Ziele, weil er sagte, die Zivilbevölkerung würde dann in diesem Fall sehr leiden. Da gäbe es also Hunderte oder Tausende von Toten durch die Eskalation dieses Krieges. Deswegen kann man sagen, wird die Zeit um den 27. April her sehr entscheidend sein, ob sich dieser Konflikt deeskalieren lässt oder ob es denn eine weitere Verlängerung und Verschärfung der kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen und Mittleren Osten gibt. Jetzt geht es um Informationen über Naturkatastrophen, die in den nächsten Monaten bzw. im Verlauf dieses Jahres bevorstehen. Da sieht er zwei Staaten auch betroffen von Überschwemmungen infolge von Starkregen. Und zwar sind es zum einen die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort sieht er zwei Bundesstaaten, die von dieser Naturkatastrophe besonders betroffen sein werden, weil also auch Städte und Siedlungen durch Überflutungen von der Außenwelt abgeschnitten sind. Ebenso wird es in Australien während der Regenzeit auch schwere Überflutungen geben, die dort das öffentliche Leben ebenfalls beeinträchtigen werden. Und zwar gibt es jetzt Informationen über die weitere Entwicklung speziell in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort sieht er, dass in einem, wenn ich das richtig übersetze, einem Betrieb, der auch Militär- oder Rüstungsgüter herstellt, es eine größere Explosion geben wird. Und das Ganze führt dann zu starken Beunruhigungen in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, weil man dort den Anschlag vermutet. Das heißt, es wird auch zu entsprechenden Reaktionen von Seiten der Amerikaner kommen. Das führt dann aber innerhalb des Landes auch zu zeitweisen Unterbrechungen von Versorgungslinien. Also das scheint ein größeres Thema zu sein. Und das hängt möglicherweise auch zusammen mit der Situation an den südlichen Grenzen der Vereinigten Staaten, wo es auch momentan Probleme im Grenzbereich zu Mexiko gibt. Und dort wird es auch zu größeren Streiks, Protesten und damit auch zu Beeinträchtigungen der öffentlichen Ordnung und Unterbrechungen der Versorgungslinien kommen, sodass es also auch einen Mangel an Dingen des täglichen Bedarfs, also Lebensmitteln oder Dinge, die man halt im täglichen Leben
Missbrauch zeitweise geben kann. Das sieht er speziell für Mai, dass es solche Probleme dort in den Vereinigten Staaten geben wird. In Bezug auf Veränderungen in der Natur sieht er noch Probleme im Bereich der Himalaya-Region durch steigende Temperaturen. Dort also ein verstärktes Abschmelzen von Gletschern und auch ein Auftauen des Permafrostbodens, sodass es dort also zu Erdrutschen und auch Überflutungen durch die Flüsse kommen kann. Ebenso sieht er, dass im Bereich des Nordatlantiks wohl größere Schnee- und Eismengen abschmelzen werden. Generell ist gesagt, im Atlantik, aber auch in anderen Ozeanen kann mit einer Veränderung des Meeresspiegels, also dem Ansteigen des Meeresspiegels innerhalb relativ kurzer Zeit gerechnet werden. Sagt er, das sieht er die nächsten Monate in diesem Jahr, dass es dort solche überraschenden Veränderungen, was den Meeresspiegel anbetrifft, geben wird. Vielen Dank, ihr Lieben, für eure Aufmerksamkeit. Und der zweite Teil folgt im Laufe der nächsten Woche. Bis bald und ein schönes Wochenende. Liebe Grüße aus Dänemark, eure Alexandra von Bewusstsein TV.